Anfrage hier, gerade eben von Thüringen, Version 3.1. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und hier geht los mit Ballenpressen und zwar Luzerne. Luzerne und Volk, das zeigt er mir auch an. Ich werde mal ganz kurz den Kurs hier suchen. Bäuerchen, fast. So, das heißt hier, ja. 41, Feld 41. Medien Schwarz, 300 Meter. Und wir werden anfangen am ersten Wegpunkt. Das macht er hier Feldmodus und wird nichts. Dann fängt er irgendwo hier oben an und dann stellen wir ein. Das klappt schon mal. Ich kann mal was probieren und zwar beim nächsten Mal oder machen es gleich. Und zwar, ja, das ist mir, den hatte ich vorhin gesucht. Ja, wer ist drinnen, ne? Wir sind gerade im Holland, da haben wir kurz entlassen. Weil der soll ja uns die verdichten, ne? Beziehungsweise machen wir selber. Der hat hier Pause gemacht. Beziehungsweise der hat gewartet, bis er frei kriegt. Und der Mistförderband arbeitet nicht so schnell. Beziehungsweise macht Pause. Ja, wieder verschoben alles. Denn je mehr Mist kommt, umso mehr verschiebt er unser Förderband. Dummerweise. Tja, aber gut, da müssen wir damit leben. Ne? Erstmal noch, bevor wir eine Anleitung gefunden haben. Pferdegras hat läuft. So. Läuft. Die Bäume sind ein bisschen ungünstig. Hat er sich auch noch festgefahren. Die erste Runde ist blöd. Aber in der zweiten Runde wird besser. So, ich fahre gleich selber. Wir fahren gleich selber, wird's ja auch nichts. Kurz ausschalten. Weil hat ja keinen Zweck, ne? Wahrscheinlich könnte man, wenn wir jetzt das Ganze als so Ballen pressen würden, vielleicht auch aus Pferdegras bekommen. Den Verdacht habe ich jetzt, aber dafür war es ja nicht gedacht. Deswegen ist es ja mal so ganz gut, wenn wir es so machen. Ne? Aber als Option können wir es mal ins Auge fassen, dafür, dass beim nächsten Mal jetzt nochmal wachsen sollte. Sollte eigentlich wachsen, ist ja Sommer. Früher Sommer, ne, gerade mal anfangen, das müsste normalerweise noch gewaltig wachsen. Also zwei, vielleicht dreimal mähen können. Ne? Ich werde das nächste Mal zumindest probieren. Das entsprechend Ballen treffen, ne? Mit dem Big 500 mähen. Und dann als Ballen benutzen. Und das dann als Pferdegras. Luzerne wird auf jeden Fall anerkannt. Klee mache ich nächste Woche. Erste Reihe geschafft haben hier mit Rocky Pist, ich werde den klappt. Der Luzerner, das klappt. Ball pressen, ne? Luzerne feucht, das pressen. Habt ja hier auch den Original-Hexer genommen von Castro. Hat er einen dazu gepackt. Zur Karte. Kann man sich dazu laden. Hat er einen umgebaut. Das klappt ja, ne? Auch mit höherer Geschwindigkeit.
Und die höhere Geschwindigkeit an sich, das brauche ich nicht. Fährt ja immer nur weiter, wenn er abkippen kann. Ne? Ist ja das. Macht er die zweite Reihe normalerweise. Sie haben mich hier mal gegeben, die Sache an unseren Auerei-Fahrer. Da waren wir ja, ne? So. Muss er wieder rechnen. Das wollen wir gar nicht anschauen. Das ist hier so schwierig. Unser Motor taucht nicht ganz hin, ne? Wir müssen vorne auch Zwillingsbereifung machen. Dann wird's besser. Gut, Klee. Klee mähen, Klee. So. Ja, gut. Das können wir löschen. Kursgenerierung. Feld 42. Drei Vorgewände, scharf. Ich mache halt mal wieder weich. Gibt's nicht so nur Schwierigkeiten. So. Hier empfiehlt er zwei Vorgewände. Das passt. Kann man sich ein bisschen ranzoomen, ne? Das macht er automatisch. Sobald das nicht mit drei klappen sollte, dann macht er da zwei. Und das ist auch meistens auch okay. So, ersten Punkt. Nee, falsch. Ja, darf angekommen. Falsch deswegen. Beginn in Feld rein. Gut, das ist richtig. Zurück. Speichern. Feld 42. Das ist 24. 42 mehr, Komma. Watt. Ja, ja. Runde Klee. Mit Klee leer. Block wurde Klee geschrieben. Bin ich ganz sicher, egal. Ich weiß Bescheid. 13,5 Meter. Vielleicht ein bisschen weniger, aber egal. Geht ja darum, dass ich im Prinzip weiß, was ich denn hier pressen soll. Ne? Abfahrer einstellen. Wie lange brauche? Kurz Berechnung. Also er sucht den Feld, den Punkt. Wir könnten mal hier anstellen auf Allrad. Aber gibt jetzt mal demnach nicht. Man muss kurz berechnen, also das dauert ein bisschen, ne, weil er den Punkt. Und fährt los. Okay. Jetzt muss ich mal meinen Missfahrer gucken. Warum machst du nicht weiter? Manchmal ist das so, ne? Aber er räumt alles weg, das ist mal ganz gut. Er kippt nicht ab, der Bruder. Und der andere. F1. Foliefarbe legen. Das kann man ja ändern, das habe ich ihm eingetragen.
automatisch ablegen, anschalten. Abschalten, anschalten. Manuell machen wir automatisch. Dann müsste das eigentlich klappen. So, schön gepackt. Einstellen. Obwohl er die ersten Beine gemacht hat, gleich hat er jetzt einen Konflikt gehabt. Weiß ich nicht. So, die Krone hat einen durchfällige Reifen. Dann hat er. Oh. Ist er durch den See gefahren, ne? Kurz mal helfen. Ja, das ist halt so, ne? So, das läuft. Hier scheint nicht zu laufen. Ich glaube, unser Mod ist nicht so gut. Den werde ich mal nächstes Mal wieder deaktivieren, das klappt so nicht. Weil zu viel in die Erde einwühlt, ne? Da müsste ich gerne mit dem zweiten Fahrzeug arbeiten. Hat er auch ein Allrad? Eigentlich ja, hat er. Geht bergauf. Das kann es auch nicht sein, ne? Ja gut, dann mal nächstes Mal deaktivieren, nützt auch nichts. Zwillingsbereifung, eine Option. Hat er vorne Gewicht dran? Ne? Eigentlich ja. Nicht gut. Aber heute immer noch so gehen. Nächstes Mal werden wir Folge deaktivieren. So, wir haben genug Futter. Getreide wird noch lange nicht so weit. Nummer 2 für Getreide. Beim nächsten Mal bin ich schlauer, da will ich. Naja, schlauer ist gut. Ich soll ja hinfahren, ne? Wenn ich selber fahre, dann komme ich gar nicht hin. Dann muss ich halt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Okay. Unser anderer Scheiß Blocking, Mist. Unser anderer Scheiß sag ich von unser Düngefahrzeug. Da ist gedüngt. Da müssen wir leicht düngen, aber ja klar. Jetzt ist auch am Düngefahrzeug da. Hat er sich wieder verstellt, der Bursche. Kühe nutzen viel, machen viel Mist. Mal ein bisschen warten, bis er fertig ist mit uns. Also hier Plan B, keine Ahnung. Ein Radlader ist kein Spaß. Plan B wäre nur Gülle, ne? Wäre leichter. Unser Neuholland, der klappt jetzt, der weg abklappt. Gut, jetzt etwas. Ja, bergauf haben sie ihre Schwierigkeiten. Was ich machen könnte, wäre noch vorne bei Reifen machen. Ne? Das könnte ich dann machen. Wie voll ist er gerade aktuell? Mal bei 50%. Bergab geht es ein bisschen leichter, ne? Der quält sich ja hoch, ne? Und dass sie keine Spuren anreißen soll. Oder ich muss nur Hinterreifen aktiv machen, ne? Geht auch.
Ja, aber nutzen die PS, wenn die Reifen einsacken, ne? Muss ich sehen, dass ich immer nächstes Mal drei Teile kriege oder so. Roland, wo ist er? Der ist ja angekommen, Ziel. Hof 1. Bergauf. Besuchen. Tankstelle habe ich gemacht, ne? Ja. Das wäre jetzt blöd, wenn das nicht klappen würde, ne? Luzerner klappt jetzt, okay. Die werden wir gleich umrüsten. Und zwar tanken. Sieht zwar leer aus, aber ist voll. Die Farbe ist wach. Du kriegst Drillingsbereifung. Hätte man noch ein Gewicht dazu nehmen können, okay. Aber da hat er eigentlich ein hohes Eigengewicht. Muss die anderen beiden auf Breitreifen vorne auch einstellen, als Zwillingsbereifung. Vielleicht eine Option, bevor wir was hier verändern. So. Bisschen hoch und groß geworden. Reparieren wir gleich. Konfigurieren. Radgewichte. Hat er eh schon. Zwillingsbereifung. Drillingsbereifung. Drillingsbereifung. Also von Dichten ist richtig gut, da brauchen wir nicht verschieben. Brauchen wir ja gar nicht probieren. Da kommt er nicht durch. Die Ecke da. Müssen wir hier lang fahren. Mein Ballenpressen ist ja ein bisschen leichter, ne? Also von der Bedienung her. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Können wir gleich mal das erste Gras verdichten. Habt ihr ja nur oft das Pferdegras aufgeführt, aber leider zeigt er mir das nicht an. Aber wahrscheinlich wird es auf Ballen funktionieren. Nur wahrscheinlich, weiß ich nicht genau. Das werde ich beim nächsten Mal halt probieren. Dann machen wir da mal Ballen raus. Ne? Was ich noch machen könnte, wäre dann die Ballenmenge zu erhöhen auf maximalen Wert. Wäre zum Beispiel 20.000. Dann würden wir uns die ganze Fahrerei ersparen und vor allen Dingen, wo lassen wir das Ganze zurück? Ne? Überlegt, ob ich da vielleicht mal die Überlegung mache ich dafür, ob ich da mal sehen, dass ich das vergessen. Irgendwas mit dem Silage jedenfalls. Silograf ist ja eigentlich Pferdegras, ne, das ist ja die anderen beiden nur für rechts programmiert, ist blöd. Verdichten kann ich es, jetzt aber nicht jetzt für 400.000. Hat er mir angegeben als Richtwert. Aber ich werde es trotzdem noch nicht abdecken, falls wir das hier das linke nicht ausreicht. Gut, da haben wir auch noch was Platz, ne? Muss ja nicht. Gut. Die anderen müssen völlig frei kriegen. Das ist immer Fakt. Das heißt, sie werden eingreifen. Ja, das dauert so lange. Eingreifen, das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz den ersten einsteigen. Obwohl, jetzt klappt der alle ganz gut. Ne, wir fahren da mal ganz kurz mit. Ins Flaches geht's ja. Ach, wenn nur der Ader, wenn es bergauf geht, wieder hinten ist er bergauf, ne? Das ist immer ungünstig. Ne? Aber wie gesagt, zur Linksbereifung für beide Reifen wäre eine Option. Cool, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich mache dann nächste Woche weiter hier mit Pferdegras, weil leider nur Gras ist. Ist so halt so. Ja, dann mal tschüss. Ciao, ciao. Ja. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.
morgen geht es dann hier weiter. Hier in Fürth am Montag. Ne? Auch schönen Rest Sonntag für heute. So. Vielleicht wird morgen besser, ne? Man könnte mal ganz kurz einstellen. Ja, hat er jetzt Kursplay aktiviert. Ich möchte ja nur dass er hier das ist der eine vorne nicht, hinten als Option so, nur aber tschüss, ne? Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.